ja, die Verkaufsmaster, er macht zwar nicht so viel Krach wie die anderen, aber er ist trotzdem genauso stark. Ich habe auch ein Kultur. So, Taifun vorhin mit Startschwierigkeiten zurückgestellt worden. Aber jetzt ist er angesprungen. Jetzt kann er die Kupplung nicht finden. Wir können gar nicht an der Festhalte. Applaus für die einzige Dame beim Traktorpulling. Wird er wohl mit Vollgas fahren, denn jetzt heißt es alles oder nichts. Der Bremswagen, der Sieger, meistens ist es umgedreht. Ich hab's auch schon ganz anders drin. Das ist gar nicht so einfach, wenn man da drauf sieht. 86, 98 für Thomas Zimmermann und Schulgott. Goodbye.
Hahn von Bernhard Hehmann. Auch Friedel Bartholomew hatte Schwierigkeiten mit der Ideallinie. Musste jetzt hier runter machen auf der Bahn, da sieht jeder was. Als ganz kleine Pauseneinlage natürlich nur. Aber von der Rudolf Schwarz auf Ghostbuster. Telefonnummer noch einmal durchgeben für alle, die mitschreiben möchten, und zwar 05423-2868. Nochmal 0. In der Anheizphase. Erst wenn die eine Turbine richtig Drehzahl hat, kann man die andere anschmeißen. Ja, ich glaube, dass die das so haben, oder? Ja, ich glaube, dass die das so haben, oder?
Jawohl, schauen Sie in die Richtung. Sperrpfeiler, ein Curtis Wright, 18 Liter Doppelsternmotor, 56 Liter Hubraum, circa 3000 Wettkampfpferd. Mit diesem Green Fighter ist Heinz-Josef Hörskamp letztes Jahr in England Vize-Europameister in der Königsklasse geworden. Also, wenn der Fighter richtig geht, dann kann man sagen, hier geht die Post ab. Start frei für Green Fighter! Larsen konnte heute Morgen die 3-4er-Klasse für sich entscheiden. Werden wir sehen jetzt, was er in der 4-4er macht.
Dene. Peter Larsen und sein Fox. Wo die besten Zeiger kommen, ne? Ulrich Grob aus Nordhund. Und sein Ziel ist Pull-Pull. Wir wollen jetzt ein Pull-Pull sehen. Ja, peitscht den Roland mal durch.